Ich mache jetzt hier wieder ein Armbrustvideo und wenn du eine Steamboat Armbrust hast, dann schau dir dieses Video bitte wirklich bis zum Schluss an. Bitte, wirklich. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist. Diese Armbrust hat mir ein Kunde zugeschickt und hat mir gesagt, mit dieser Armbrust hat er andauernd Probleme, denn es reißt ihm andauernd die Bogenkappen. Und schickt mir das zu und ist alles cool. Und das passiert andauernd. Das ist also jetzt nicht einmal, aber das ist jetzt, ich habe das gerade ausgepackt und muss sagen, und muss daher dieses Video machen. Hör zu. Seine Compact wäre bei einer Tactical genauso egal. Das ist jetzt ein schwächerer Wurfarm, alles cool. Bitte schau es da an, bitte. Das ist die Bogenkappe von Steamboat. Und bei dieser Bogenkappe gibt es das hier. Dieses Teil hier, siehst du das? Und da hängen 10% der Kunden. Wirklich, das ist jetzt, also geschätzt, das lass es 7,9833 periodisch sein, aber ungefähr so, ja, jeder Zehnte hängt die Sehne an dieser Stelle hier rein. Und weißt du, was das ist? Das ist Schaß. Die Sehne gehört nicht da rein. Die gehört hier an diese Stelle da. Ich zeig's dir von vorne. Die Sehne gehört hierher da. Und nicht da rein. Das hier ist die Aufnahme für die Spannschnur. So. Jetzt könnte man sagen, naja René, wenn ich das jetzt hier einhänge, das ist doch alles vollkommen wurscht, weil dadurch hat ja der Bogen weniger Spannung, weil die Sehne sich ja nicht so weit gedehnt wird und das ist ja kein Problem. Und es ist natürlich grundsätzlich auch kein Problem. Wenn du eine Compact benutzt und sagst, ja, ist mir eigentlich wurscht, wenn nach 20, 30 oder 40 Schuss die Bogenkappen reißen. Man wurscht, dann ist es wurscht. Wenn du eine Standard-Tactical hast und das machst und sagst, wenn dann nach 30, 40 Schuss die Bogenkappe reißt, ist mir doch wurscht, ich bestelle beim Reini einfach eine neue, ich habe so viel Geld, mir ist es vollkommen egal, dann mach das gern. Und wenn du einen Pro-Wurfarm hast und sagst, nach 10 Schuss, na wenn überhaupt, ja, oder sagen wir nach 10 Schuss, ist diese Bogenkappe zerstört. Und du sagst, ich kaufe beim Reini gern Bogenkappen ein, weil ich ihn lieb habe, den dicken, fetten, glatzköpfigen Österreicher. Dann mach das gern, kannst du auch noch Reini raus vom Messer dazu kaufen, alles cool. Aber es ging mir eher um deine Geldbörse. Das reißt nämlich hier mit der Zeit, weil das da, dieser Teil hier nicht dafür gemacht ist. Der ist viel zu schwach ausgeführt. Wenn der Hersteller das hier wollte, dann hätte er auch nicht, weil da kommt dann auch immer wieder, ist ein Konstruktionsfehler. Na, wenn der Hersteller wollte, ich mutmaße das jetzt so, ja, dass man hier einhängt, dann hätte er dieses kleine Klappending hier nicht so Mini-Fips-mäßig ausgeführt, sondern so richtig fett. Aber die Frage ist, wozu ist dann das hier da, ne? Wozu macht er das, der Hersteller, damit es schön ausschaut oder so eine Karo-Optik hat? Nein, tu das bitte nicht. Tu das bitte nicht. Ich werde das jetzt umbauen, weil es eh wurscht ist. Ja? Ist mir eingeschickt worden zur Reparatur sozusagen. Und ich werde das jetzt umbauen. Es ist ja eh wurscht. Aber bitte tu das nicht. Danke. Und jetzt noch ein Bitte. Schreib ein Kommentar. Gib einen Daumen nach oben. Teil dieses Video in Gruppen, auf YouTube, auf Facebook, überall, wo es nur irgendwie geht, damit dieser Fehler nicht passiert. Weil da kann Steamboat nichts dafür, da kann der Händler nichts dafür, da kann niemand was dafür. Es tut mir einfach leid. Es tut mir einfach leid, sondern nur der Benutzer. Ja, gib mir einen Daumen nach unten, wenn du dich jetzt voll ärgerst über mich. Aber das wird so nichts werden, okay? Das wird so nichts werden. Kommentar schreiben, bitte teilen das Video. Billige Eigenwerbung, konsumieren Shop, kauf Bogenkappen, Sehnen, Armbrüste, wir haben auch Bolzen oder Reini Rossmann Messer, das ist cool. Muss aber nicht sein. Gerne, dein Reini Rossmann und ciao, ciao.